Oh, ich habe mich noch gar nicht kalibriert und ich frage mich gerade, was hier passiert und... Ach du Gott, ich... Moment. so, Moment. Und ich frage mich gerade, was passiert ist. Eva, warum, ey? Ich switch hier rein und werde Flieger erstmal weg. Oh, das Ding ist weg. Wow, es hat funktioniert. Yeah, aua, das reicht mir. Hallo, hallo, ich komme euch einfach ganz nah. Hallo. Hallo, danke fürs Papa. Danke schön, danke schön. Au, au, hey. Hey. Ein Müdi, Ginger. Müdi. Oh, sag es nicht so, ey. Guten Morgen. Hallo. Dass der Avatar animiert ist, also der Mund und nicht auf dich. Der Mund und nicht auf dich angepasst war. Was? Aber. Warte, was meinst du jetzt? Also, das ist. Ich, ach, egal. Das ist zu früh für diese Art von Unterhaltung. Ja, genau. Dankeschön. Dankeschön, Chugo. Dankeschön, das habe ich verdient. Leute, ich bin morgens einfach nicht wach genug, um zu realisieren. Ich bin, wisst ihr, so mein Content besteht so gefühlt zumindest 60% aus Situationskomik, weil ich sonst nicht witzig bin. Aber es ist zu früh für Situationskomik. Ich bin zu müde dafür. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin heute Morgen nicht nicht lustig. Das wollte ich sagen, nicht lustig. Und nein, ich bin nicht durch, ich bin nur müde. Ich habe meinen Kaffee noch nicht getrunken und noch nicht gefrühstückt. Hallo Renfe hier, hallo G.F.O. Alex, hallo Max, hallo Haya, hallo Yasin. Hallo Mr. Nutella, hallo Zombie Monster, hallo Drunken Bearer, hallo. Der Mund bewegt sich entsprechend dem, was Ginger spricht. Yeah! Eigentlich bewegt sich der Mund immer genau so, wie ich spreche. Es ist quasi eher in Real-Time getrackt und animiert. Also in Echtzeit. So, das kann man vielleicht eher sagen. Mach dir keine Sorgen, Ginger, müde oder nicht, unterhaltsam bist du immer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. I'm not so sure. Ja, Kuchen und Kaffee zum Frühstück. Ich auch. Oh mein Gott. Der muss weg. Ist bestimmt eine gute Frühstück-Alternative. Ich bin immer so irritiert, dass Leute sagen, hä? Kuchen zum Frühstück ist kein gutes Frühstück oder ist kein richtiges Frühstück. Ich denke so, hä, warum? Esst du oft Kuchen zum Frühstück? Ganz ehrlich. Wie viele von euch sitzen morgen vorm Frühstück und essen Nutella-Brot? Was ist jetzt der Unterschied, ein Stück Kuchen zu essen oder ein Nutella-Brot? Oh. Ghostery, dankeschön. Für 3 Monate auf Tier 2, dankeschön. Kuchen am besten ist das beste Morgen, ja. Lini und mein Energy verurteilen? Oh Mann, trinkst du wieder ein Energy zum Frühstück? Alles, was man morgens snackt, ist Frühstück. Manchmal ist es auch vorgezogenes Frühstück. Das eine ist Kuchen, das andere Nutella-Brot. Ja, und beides ist einfach eine Zuckerbombe und eine Süßigkeit im Prinzip. Kuchen oder Brot? Ich esse manchmal die Pizzareste von gestern. Wie gesagt, vorgezogenes Frühstück. Pizzareste von gestern ist vorgezogenes Frühstück. Nee, vorgezogenes mit... Nee. Ach, ich bin egal. Mist. Ich kann nicht denken heute Morgen. Vorgezogenes Mittag. Doch, es geht um Mittag. So, meine Güte. Das ist kein Problem, liebe Jinja und lieber Chris Jinja. Oh. Ich bestelle derweil schon mal mein belahmen T-Shirt für die Dokumi und das Jinja-Chat-Furzkissen Jinja-Tap-Jinja-Party. Warte, was? Und damit wünsche ich euch einen guten Morgen, Jinjak. Hallo, Extreme-Builder, guten Morgen. Dankeschön für 200 Bits. Warte, warum das Furzkissen? Wo kommt das her? Warum? Wieso das Furzkissen und wo wird das benutzt? Was? Hallo, Liv! Hallo Liv, hallo Liv, hallo Liv, hallo Liv, hallo Liv, hallo Liv, hallo.
Hm. Solange es genießen kann, soll jeder frühstücken, wie er mag. Ja, das sowieso. Hm. Energy ist nicht gut für dein Herz, Mon. Wir brauchen dich noch. Ach. Ach, das ist vergebene Lebensmühe. Lass dem sein Käffchen. Ah! Au! Oh. 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 Ach, Leute. Julian, warum musst du jetzt hier reinpupsen? Ich fand's gerade gemütlich hier. Ach, Mann. Ach, Mann. Oh, danke schön fürs Wortpott. Ein Ginger-Wow-Kissen? Was willst du denn mit einem Ginger-Wow-Kissen? Einfach so ein Kissen, das aussieht wie Wow, oder wie? Was willst du denn mit einem Wow-Kissen? Was ist das? Es war so schön gemütlich. Leute, es war so schön gemütlich. Das muss bellen, wenn man den Kopf drauflegt. Ist das so etwas, was ihr wollt, Chat? Dass so immer wenn ihr euch so gemütlich einkuscheln wollt in euer Bett, den gemütlichen und schönen Sound. Vielleicht wollt ihr auch doch einfach nur ein Furzkissen. Ist in Ordnung. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Mann. Dankeschön, Geister Julian, für die Biddies und Schugo. Ihr habt gestern so viele Bits rausgehauen. Das war insane. Das war nicht mehr normal. Hört auf. Ihr müsst heute nicht weitermachen, okay? Ihr müsst heute nicht weitermachen mit Bitspam. Ich mach mir Sorgen um euer Geld. Ich sag's immer wieder, meine Sonderlots sind jetzt auch nicht günstig, so, ne? Aber you do you, mach gerne weiter, ist okay. Ist okay. Ist in Ordnung. Ach, Leute. Aua. Wow. Ich hab den Hype-Train verpasst. Der Hype-Train war vorbei, als ich den Screen gewechselt habe. Mhm. Ach, ist ja dann dein Geld. Ja, das stimmt. Wenn ihr euer Geld in Sounderlots verbrennt, ist es dann mein Geld. Das stimmt. Fress unsere Bits. Oh, what the fuck? Oh Gott. Finanztipps mit Ginger. Ja, wenn ihr euer Geld in Bits investiert und das mir spendet, dann habt ihr kein Geld mehr. Genau so, genau so. Nofeno hat schon gut angefangen. Nofeno, das machst du großartig. Hast du toll angefangen schon. Super, super. Das sagt sie jetzt noch 20 Minuten, dann bereut sie ihre Aussage. Warte, was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Ich kann also nichts bereuen, wenn ich wieder vergessen habe, was ich gesagt habe, okay? Irgendwie. Dex! Ja, okay, okay. Geister Julian hat auch schon mal richtig gut nachgelegt. Genau so verbrennt man sein Geld, genau so macht man das. Bro, Leute, ich verstehe das nicht. Die. Pass doch auf euer Geld auf, Junge. Victoria Eisenblut, dankeschön für. Fick dich. Domit, fick dich. Einfach, also wirklich. Was soll denn das jetzt? Ich will hier einfach nur spielen. Mm. Oh. Okay, warte, ich guck mal kurz, Lini. Oh. Nee. Nö, nö. Ist alles normal laut. Ist so laut wie gestern. Finanztipp Nummer 2. Donate. Nein, hört jetzt auf. Au! Ginger will einfach spielen. Ja, ich will einfach spielen. Ich weiß auch schon nicht mehr. Ich glaube, ich muss das Dach hier noch fertig machen. Das ist nur von einer Seite fertig, von der anderen noch nicht. Mhm. Haben die Donation durch? Didn't see it. Hä? Donation. Almighty Cookie, danke schön für 2 Monate. Danke schön. Und ein Melon, danke für dein Sub bekommen bei den Ginger Ninjas. Hä? Das wollte ich doch gar nicht replayen. Das hier. Das hier replayen. Dankeschön. Gerade sitzt noch. Okay. Und Fuchs on. Okay. Das volle Programm. Ich sitze eigentlich schon ziemlich gerade, to be honest. Oh, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich überhaupt machen wollte. Ach, Frühstücksstreams sind irgendwie alle immer allesamt irgendwie durch. Allesamt durch.
Kirby-Musik ist süß, though. Die macht doch gute Laune, oder? Ich finde auch, die hat so ein bisschen Poképark-Vibes. Da kriege ich fast schon wieder Bock auf Poképark. Oh, Chat, wollen wir bald einfach wieder Poképark spielen? Bisschen Controller abschütteln. Das war eines meiner ersten TikToks. Wie ich ganz schnell den Controller geschüttelt und geschrien habe. Das war eines meiner ersten TikToks, das 200 Views gekriegt hat. 200.000. Und ich war sowas. Ja, Poképark! Yeah! Ja, danke schön fürs Poképark. Solltest du mal einen Sabaton machen? Hm. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Aber ich werde nie wieder einen mit Streams am Stück machen. So viel, das schaffe ich einfach nicht. Das schaffe ich gesundheitlich einfach nicht. Oh, da ist wieder irgendein... Wie ging das nochmal? Ne. Da ist wieder ein Creeper am Chillen da oben. Hatten wir schon mal. Ja, Sneak. Mhm. Als Ginger noch die von TikTok war, ja... Warte mal, ich bin immer noch die von TikTok. Oder die aus Shorts. Ich kenne die von YouTube. Oh, yippie. Dankeschön für 27 Monate. Dankeschön. Du warst zur Poképark-Zeit nicht mal VTuber. Ich glaube, es ist Zeit, das nochmal zu spielen. Boah, ganz ehrlich, Leute, ich krieg richtig Bock. Es gibt so ein paar Games, die müssen wir safe noch zocken. Unter anderem Portal will ich mit euch zocken bald. Müssen wir nochmal gucken, wann. Ob jetzt noch schon diesen Monat oder erst nächsten Monat. Ein Poképark. Ein Sabaton mit Belohnung für Chat finde ich auch mal belohnend. Ja, okay. Belohnung für Chat, dass Chat die belohnend findet, das finde ich belohnend. ja. Higgs One Emote. Nein! Ah, ich weiß noch gar nicht, wie ich das aussehen lassen würde, so ein Higgs Emote. Aber schon. Keine Ahnung, Mann. Weißt du auch nicht. Vielleicht kann ich ja vorübergehend doch einfach so eine Animation mit meinem Avatar machen, wie der Higgs. Und dann lade ich das hoch. Dann könnt ihr alle so eine Higgs-Welle machen oder so im Chat. So ganz auf billig. Bin eigentlich echt froh, dass dieser Subathon-Trend vorbei ist. Diese Form, wirklich ohne, dass der Streamer Pause macht, fühlt sich einfach ungesund an. Ich finde irgendwie, man kann das Format ja nehmen und gesünder gestalten. Weil wie gesagt, vielleicht mache ich das auch nochmal. Aber ich würde nie und nimmer mehr den Stream einfach die ganze Zeit laufen lassen und die ganze Zeit, weiß nicht, so 18 Stunden am Stück live sein und dann schlafen gehen. Ich kann das, krieg das nicht hin. Ich kann das nicht. Ich kann das auch wirklich mit meiner Gesundheit nicht vereinbaren. Vor allem, ich stecke so viel Energie in meine Streams. Wenn ich das machen würde, würde mein Stream, würde ich irgendwann nur noch gefühlt schlafen in meinem Stream, wisst ihr? Dann kommen Leute nur noch in den Chat und sagen, oh Ginger, warum bist du so müde? Bist du krank? Bist du krank, Ginger? Dabei bin ich einfach nur kaputt as fuck, weil ich nicht mehrere Tage am Stück 18 Stunden lang rumschreien kann. Wer hätte es gedacht, ne? Deswegen... Gesunde Einstellung, ja. Hat mich früher halt richtig traurig gemacht, dass ich so nach dem Motto, Mann, warum ist mein Körper so schwach? Ich habe ja mal einen Subathon gemacht und musste den so ein kleines bisschen abbrechen. Und ja, ich habe halt früher mir so richtig Vorwürfe gemacht, so Mann, was ist mein Körper so schwach? Andere können das doch auch. Warum ist mein Körper so weak immer? Mann, funktioniert doch einfach so. Andere haben doch auch kein Problem. Letztendlich war ich nach dem Subathon, glaube ich, 1,5 Monate oder so unfassbar krank. Dass ich mir eine komplette Pause nehmen musste. Das war so dumm. Das war so dumm. Das hat überhaupt, also, keine Ahnung. Das war gar nicht worth it. So gar nicht. Und weiß ich nicht. Jetzt mittlerweile denke ich mir, dass mein Körper, also ja, ich habe einen schwachen Körper, das stimmt. Indeed, aber bei dieser Art von Content, die ich mache, ist das okay, wenn ich meine Pause brauche. Das ist jetzt nichts, wofür man sich selbst hassen muss.
Habe ich damals halt nicht so gesehen. Da habe ich mir einfach nur Vorwürfe gemacht und gedacht, man. Aber ich hatte auch viele Leute, die mir eingeredet haben, mein Körper ist nicht gemacht dafür zu streamen. Also, dass ich einfach wahrscheinlich einen anderen Beruf mir suchen muss, weil ich bin halt zu schwach, um das hier weiterzumachen. Und vielleicht hat das so ein bisschen auf meine Psyche gedrückt. Und ein bisschen mich fertig gemacht. Was? Ja, was? Dieses Shithole an Einreden, boah, das war echt nicht schön. Zum Glück hast du nicht auf die gehört. Ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, das muss ich consideren. Also die Möglichkeit, dass ich vielleicht nicht mehr streamen kann irgendwann, muss ich consideren. Wen müssen wir anzünden? Bitte zündet keine Leute an. Bitte niemanden anzünden, ja? Nee, ganz ehrlich. Das war einfach komplett das falsche Mindset. Du kannst halt nicht immer die ganze Zeit durchackern. Wisst ihr was? Ich hole mal ein bisschen Erde. Mich stört das mit den Steinen. Obwohl, warte, wir müssen gleich eh farmen. Passt schon. Wir sind alle froh, dass du jetzt hier bist. Na, danke schön. Nee, einfach zu lernen, so, hey, wenn dein Körper halt nicht mehr kann, dann mach halt eine Pause. Mein Gott. Das ist jetzt kein Verbrechen. Und wenn du halt im Stream 4 Stunden lang richtig durchperformt hast und vor allem jetzt gerade nicht, aber wenn ich so Streams mache, wie ich sie sonst immer machen möchte, wo ich auch sehr viel meine Stimme mit benutze und sehr viel schreie, sag ich mal, wo dann Leute sagen, Ginger, warum schreist du die ganze Zeit so? Ist das schon ziemlich anstrengend. Und dann ist es okay, wenn ich einfach sage, nach 4 Stunden, okay, reicht jetzt auch wieder, ne? Jetzt mache ich mal eine Pause. Und das ist überhaupt kein Problem. Oh, Yasin, sag das doch nicht. Das klingt so dramatisch. Ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die mehr fürs Stream gemacht sind als du. Mach dein Ding so, wie du kannst. Mach dir Pausen, nimm dir Urlaub, wenn du es brauchst und lass dir nichts einreden. Jetzt hör doch auf, so süß zu sein hier am Morgen, ey. Ich heule erstmal. Ah, fuck, man. Ginger, böse, wenn du aufhörst, wem sollen wir unser Geld in den Rachen werfen? Nein, ach Leute. War Ginger mit Sekiro fertig? Das ist eine ganz random Frage. Nee, mir fehlt noch der Endboss. Ich bin zum Schreien gemacht. Ich kann gut schreien. Ich kann wirklich gut schreien. Selbstbehauptungskurs, wo wir lernen sollten zu schreien, falls jemand uns zu nahe kommt. War ich die Lauteste. Ich war sogar so laut, dass der Typ, der den Kurs gemacht hat, mich gebeten hat, bitte nicht mehr mitzumachen. So 2-mal reicht. Ist okay, Ginger. Wir haben verstanden. Du kannst das. Bitte hör auf. Bitte tu das unseren Ohren nicht an. Oh mein Gott. Oh Gott, was bedeutet das überhaupt für Streaming nicht gemacht zu sein? Naja. In hohem und, wie soll ich sagen, in hohem Sprechtempo und, wie heißt das, hohen Sprechintervall und viel, ich spreche ja nicht so, wie ich jetzt privat reden würde meistens, ich spreche und streame immer so ein bisschen, ich nenne es mal für euch, damit ihr euch das vorstellen könnt, eher wie, ist jetzt übertrieben gesagt, aber eher wie als würde ich so eine Radiosendung moderieren, sag ich mal. Also eher mit so einer Radiostimme und die zu... Habe ich nicht irgendwo Erde? Ich bin so krass am Reden, ich bin total abgelenkt. Und die ist natürlich ein bisschen anstrengender quasi, als einfach ganz normal zu sprechen. Und ich spreche halt auch viel mehr, so, ne? Wenn ich jetzt privat unterwegs bin, rede ich nicht nonstop. Also könnte ich machen, aber das wäre voll ungeil. Dann würden meine Gesprächspartner nie mehr zu Wort kommen. Und nee. Mm-mm. Ginger Real Voice Reveal wann? Immer wenn ich normal spreche, dann kommen Leute in den Stream und fragen, ob ich krank bin oder ob ich schlafe. Also ja. Habe ich schon öfter gemacht. Also ganz normal sprechen habe ich auch schon öfter gemacht. Genau, performen kostet stimmliche Kraft, Ausdauer und Konzentration, yes.
Es ist einfach sehr viel Konzentration. Stream an sich, wenn du auf viele Dinge gleichzeitig achten willst, kostet sehr viel Konzentration. Und was in meinem Fall der Fall ist, ich sitze halt viel rum, ne? Also, Streamer sitzen halt viel rum. Da fängst du halt richtig an zu schrimpen, so. Musst du halt wissen, ob du 18 Stunden jeden Tag einfach nur rumhocken kannst und irgendwann fühlst, wie deine Muskeln literally sich auflösen im Nichts. Das ist halt, naja, ne? Das ist halt schon ziemlich belastend für den Körper, auch wenn man sich das erstmal, wenn man denkt, nee, nee, ist es nicht. Aber doch, doch, das ist schon eine ziemliche Belastung. Deswegen pumpen gehen. Ja, deswegen pumpen gehen oder auch einfach viel, viel neben... Ach, scheiße. Ich hasse das. Neben dem Stream viel... spazieren. Viel, viel gehen. Viel weg vom PC. Einfach. Nee, kein Job für mich. Ja. Ist halt auch irgendwie... Ja, muss man halt gucken. Hattest du nicht einen höhenverstellbaren Schreibtisch? Ja, habe ich. Ich benutze den auch öfter. Wenn ich on Stream merke, ich kann nicht mehr sitzen. Meistens geht es, weil ich vor dem Stream eigentlich nicht so viel am PC hocke, weil ich... Aus genau dem Grund. Ich will halt nicht den ganzen Tag, ich will jetzt auch nicht stundenlang am PC hocken. Deswegen 4 Stunden mal so sitzen geht, voll klar. wow, Mann. Ich glaube, ich mache mir noch mehr Treppen. Ich glaube, ich mache zuerst die Treppen. Es ist sinnvoller, als erst die Blöcke dahin zu packen. Ja, aber wenn ich doch im Stream merke, boah, ich kann nicht mehr sitzen, das merke ich ziemlich oft, to be honest, dann... ne, benutze ich den auch manchmal. Ihr kriegt das meistens gar nicht mit. Zum Beispiel beim 60-Second-Stream habe ich mal locker flockig die letzten 1,5 Stunden im Stehen gestreamt. Das merkt halt keiner so wirklich. Es ist, ja. Es ist nur für mich, dass ich halt da nicht so rumschrimpe. Kann aktuell kaum sitzen oder stehen. Sitzen und stehen nicht? Meinst gehen ist besser oder wie? Also in Bewegung bleiben oder? Das klingt aber unangenehm. Ja. Und die scheiß Leute, die mir das eingeredet haben, hey, vielleicht bist du einfach nicht für Stream gemacht. Lasst euch sowas nicht einreden. Einfach dumm gewesen. Ach so, dumm gewesen. Liegen, I guess. Ja, die ganze Zeit liegen klingt aber auch unfassbar unbelohnt. Kannst ja so sagen, oh, Chat, ich muss jetzt erstmal stehen, ey. Warum lässt du das so klingen, als wäre ich irgendwie schon... oh, was? Hast du schon mal überlegt, dir ein Laufband für den Schreibtisch anzuschaffen, wo du dann langsam während dem Stream drauf gehen kannst? Während dem Stream gehen ist fucking awkward. Aber... Laufband habe ich auf jeden Fall. Das kann ich auch unter den Schreibtisch packen. Ist actually ziemlich cool, während dem Zocken oder so ein bisschen auf dem Laufband zu laufen. Das macht actually richtig Spaß. Oh, da ist wieder ein Schleim. Oh, ich muss so viel fucking Blöcke farmen. Ich will heute zumindest im Stream das Dach fertig machen. Also, das Dach kriegen wir nicht ganz fertig, aber halt die Seite hier zumindest zumachen. Sind wir nicht eigentlich alle Menschen für das Stream gemacht? Nee. Würde ich nicht sagen. Es gibt bestimmt einfach Leute, die interessieren sich dafür nicht, die fühlen das nicht. Und das ist, die wollen, die haben keinen Spaß daran. Für die ist natürlich Streams dann nicht gemacht. Ja, danke schön fürs Pupsen. Ach, das war sogar Paul. Hallo, guten Morgen, Paul. Guten Morgen, Paul. Na. Fühlst du dich gut? Fühlst du dich erleichtert jetzt? Dankeschön fürs Papa. Guten Morgen. Hohes Ziel. Ich bin absolut nicht multitaskingfähig. Es würde mich überfordern. Sprechen, gehen, zocken. Achso, du meinst währenddessen noch auf dem Laufband zu sein? Ich finde, Stream ist sowieso schon so ein Multitasking-Ding.
Bei mir ist es zumindest immer so, dass mein Hirn unfassbar schnell zwischen, also Multitasking heißt ja im Prinzip nur schnell zwischen vielen Tätigkeiten hin und her schalten. Du kannst es ja nicht wirklich gleichzeitig machen. Wie soll ich sagen? Ich habe sowieso immer das Gefühl, dass mein Brain so hyper-focus immer ganz schnell auf verschiedene Sachen hin und her springt. Deswegen überfordert mich das auch immer, wenn... Keine Ahnung. Also ich glaube, ich könnte nicht streamen, wenn ich bei jemand anderem bin. Also wenn da irgendwie ein anderer Mensch ist, auf den ich dann auch noch plötzlich achten muss. So habe ich den Stream, mich selbst, mein Sprechen, mein Model, das Game vielleicht und dann ist da noch irgendwer. Meine Güte. Das ist zu viel für mich. Gerade sitzen? Okay. I do the gerade sitzen Ding. Was machst du heute? Quatschen, so wie jetzt? Ich quatsche so gerade alles in mich rein, ey. Das machen Milliarden Menschen täglich Multitasking. Allein schon, wenn jemand Auto fährt, macht dieser Multitasking. Ja, du meinst, ja. Ich meine, theoretisch kannst du ja auch laufen und währenddessen sprechen. Ich glaube, es hängt ein bisschen von der Aufgabe ab, ob wir die gleichzeitig machen können oder nicht. Stinger macht immer Quatsch. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das freut mich, dass du das so sagst. Damit du nicht zu dem Shrimp wirst. So, ich soll zwinkern. Ach, scheiße, ich habe Angst hier. Nein. Ach, ich wusste. Dankeschön damit. Ich wollte es gerade sagen, ich habe Angst, hier gleich weggesprengt zu werden. Und genau dann macht er den Sound. Ich stelle mich mal hier hin. Hier so. Hier bin ich bestimmt safe. So, wen soll ich denn anzwinkern? Anzwinkern soll ich? Dammit! Hallo, Dammit! Hallierlich! Au! Andresu, dankeschön für 34 Monate. Dankeschön und Kohaku, danke für 38 Monate. Guten Morgen! Gumba Schmumba, danke für 11 Monate. Hallo, guten Morgen euch alle. So. Warte, ne, ganz ehrlich. Hallo. Na, damit. Jetzt soll ich auch noch Hampelmänner machen. Ich muss... Mach ich gleich, okay. Hallo, damit. Na, hast du gut geschlafen? Na gut, hier, komm. So, mehr Zwinkern gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Boop. Bam, 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 bam. Guten Morgen! Hallo, guten Morgen! Warum werde ich immer kleiner? Hallo! Oh, mein Mausrad ist kaputt, das nervt mich. So, ja. Ist, glaube ich, wieder gut. So ist wieder gut. Mm. Ist das ja eigentlich auf Loop? Ich liebe die Playlist von Mona. Warum hat die so eine tolle Nintendo-Playlist gefunden? Die ist richtig toll. Lia-chan, dankeschön! Dankeschön, dass du deinen Sub erneuerst. Dass du deinen Sub auf normalen Sub upgradet hast. Dankeschön. Spendet alle für eine neue Maus. Boah, nee, mach das bitte nicht. Die Maus ist eigentlich neu. Die ist einfach nur instant kaputt gegangen. Ugh. Oh Gott, guten Morgen, ihr alle. Hallo. Ja, Sava Nico, danke für 10 Monate. Hallo. Hallo, du. Gleich reklamieren. Nee, die ist, glaube ich, hier nach der Zeit hier kaputt gegangen. Klingt nach einer Rocket-Maus. Nee, das hier ist eine andere Maus. Oh Gott. Dann ist es eine doofe Maus. Ja, ist eine doofe Maus. Ich habe vor allem dieselbe Maus vorher auch schon gehabt. Dann ist aber irgendwann das Mausrad kaputt gegangen. Dann dachte ich so, okay, ich habe diese Maus jetzt schon so lang gehabt. Okay, da darf man das Mausrad kaputt gehen. Ich mochte die aber eigentlich. Kaufe ich mir dieselbe nochmal in weiß. Weil ich mag weißes Setup. Ja, kaufe ich mir dieselbe nochmal. Dachte so, okay, ich war ja eigentlich happy damit. Kaufe mir dieselbe in weiß. Und dann ist aber instant das Mausrad irgendwie so, ja, die Maus ist irgendwie hart scheiße. Hab die auch und meine geht auch nicht. Meine erste ist noch nicht so schnell kaputt gegangen davon. Sind da bei Craft Attack? Weiß ich nicht. Frag lieber Mona. Mona sehe ich da eher. So, ich mache jetzt Hampelmänner, Leute. Hampelmänner! Let's fucking go! 1, 2, 3,
7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Ich beide bei Craft Attack. Na, ich sehe mich da nicht so. Ich sehe mich da nicht so. Wow, danke fürs Papa. Dankeschön. Nicht Ginger bei Craft Attack, dann schaue ich den ganzen Tag nichts anderes. Ach Mann. Ah, oh, fuck. Und dann soll ich immer schlucken. Leute, ne, ich komme wegen euch gar nicht zum Spielen. Das ist richtig schlimm. Das ist wirklich richtig schlimm. Ich will doch nur spielen. Daba, danke für 13 Monate. Dankeschön. Jetzt sind wir schuld. Klar, Tolga. Immer. Immer. Leute, was ist denn Craft Attack? Erklärt mir das mal. Ich bin Boomer. Erklärt mir mal, was Craft Attack. Wenn ihr alle so gespannt seid, dann muss ich das jetzt mal von euch aus eurem Mund hören. Oder aus euren Händen getippt lesen. Dice Geplays, dankeschön für 3 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Und noch einmal strecken. Ach, das gibt's doch nicht. Ich will doch jetzt einfach nur zocken. Ich mach gleich die Kanalpunkte aus. Keine Lust mehr. Leute, was ist denn los mit euch? Ganz viele YouTuber spielen Minecraft auf dem Server, aber was ist das Ziel? Sollen wir das Give the World? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das ist einfach ein bisschen Eisen gewesen, schön. Ach. Spaß haben, in Survival bauen. Also wie ich jetzt auch mache gerade. Viele gute deutsche Minecraft-Spieler auf einem Server und bauen Riesenprojekte. Aber Leute, ich bin doch voll scheiße im große Projekte bauen. Ah! Ich habe hier gerade irgendein Monster gehört, aber hier ist nichts. Ach, fuck. Oh. Hallo? Irgendwo hier ist eine Spinne. Ach, ganz ehrlich. Soll die halt rumspinnen. Ist mir jetzt egal. Dann soll sie halt rumspinnen. Jeder ist gut, nur halt auf seine Art und Weise. Nee, ich nicht. Du bist nicht scheiße, du bist nur nicht so schnell. Ja, das heißt, ich würde niemals fertig werden. Ha! Mann, fandst du meinen Witz lustig? Mit rumspinnen? Ha. Wisst ihr, die Spinne soll ein bisschen rumspinnen. Okay, ich hoffe. Oh fuck, ich brauche 3 Eisen, ich bin dumm. Mm. Aua. Ja, wieso jetzt aua? Ach, das gibt's doch nicht. Als ob ich nicht genug Eisen hier unten habe. Brüller. Ey, ich fand das was? Hm. Für solch beschissenen Witze bin ich nicht aufgewacht. Dafür lege ich mich wieder schlafen. Was? So schlimm? Oh, Mr. Nutella, danke für deine Donation. Die wurde da im Chat angezeigt, aber hier kommt kein Alert. Ich hasse es. Es tut mir leid, Mr. Nutella. Ich habe gerade gesagt, Stream Elements gesagt, der soll das bitte abspielen, aber der spielt es nicht ab. Man. Dankeschön, Mr. Nutella, für 6,66 Euro. Danke für deinen Schinken. Erste Anzahlung für neue Mau. Ich will mir aber keine neue Katze holen. Oder meinst du Maus? Ich will auch nicht, muss. Ich brauche keine Anzahlung für eine neue Maus, Leute. So teuer sind Mäuse nun auch wieder nicht. Mm. Ich
War nur um 6 Uhr schlafen gewesen. Schlaf mal genug, please. Hä? 6 Uhr klingt doch noch voll human. Hä? Geht doch noch voll. Mir fällt gerade auf, dass ich im falschen Tag gelebt habe und heute noch auf Arbeit muss. Warte, was? Ehrlich? Oh nein, Donald, was? Was? Oh mein Gott. Nee. Nee, PvP-Content ist wirklich nicht meins. Das stimmt. PvP-Content wäre wirklich nicht meins. Mäuse sind teurer, wenn du sie jeden Tag füttern musst. Ich glaube, ich habe die Legacy der schlechten Witze jetzt gestartet. Es geht los, Leute. Ich hab einen Fehler begangen. Och, Ginger. Ich habe einen Fehler begangen, Leute. So, dann hole ich mir mal ein bisschen Eisen. Eisen kann man gut verschneisen. Nehme ich mal so 4 Stück mit. Oder ich baue mir einfach direkt 2 Stück. Ja, das kann ich auch einfach. Ich kann ja auch einfach. Wozu der Geiz, ne? Hilfe, ist das belastend. Ja, das denke ich mir jedes Mal, wenn ich streame. Okay, ich kenne das Frühstück-Stream-Gacha für heute. Wieso? Was ist es denn? Ich finde es sehr cozy. Oh nein. Seit der Kloteppich-Inflation braucht man jeden Cent für Mäuse. Nein! Das ist doch schön, wenn du es cozy findest. Ich find's cozy. Ich find's cozy und schön. Ich habe vor allem irgendwie jetzt 45 Minuten am Stück nur irgendwas gelabert und ich weiß schon nicht mehr, was ich erzählt habe. Dafür liebe ich die Frühstückstreams, Leute. So, die Frühstückstreams sind so richtig mein... das ist nicht das richtige Wort, aber ich habe Lust, das so zu nennen. Ist so richtig mein Guilty Pleasure. Das ist so richtig... Ich setze mich einfach hin und laber irgendeine Scheiße. Und mache mir überhaupt keine Gedanken darum, anders als in meinen anderen Streams. Bin total ungezwungen, ich mache mir überhaupt keine Gedanken darum, einen guten Stream zu machen. Ich will einfach nur... Genau das, dankeschön. Vielen... Dankeschön, super toll. Dankeschön, Alouvra. Schön, dass du da bist, hallo. Warum habe ich einen Glasblock gesetzt? Bin ich des Wahnsinns? Ich will einfach nur ein bisschen quatschen und Minecraft spielen. Ein paar Blöcke setzen. So, das ist alles, was ich möchte. Und mir ist vollkommen egal, wie der Stream wird. Ihr kriegt das, was ihr kriegt. Und ja. Damit müsst ihr leben. Deal with it. Das macht ihn zu einem der chilligsten Streams der Woche. Oh, ach man. Hallo, Alouvra, na? Oh. Keine Nachtschicht. Keine festgelegte Zeit, nur Vorbereitung. Oh. Also das heißt, du musst heute noch nicht los damit, sondern einfach irgendwas vorbereiten zu Hause, oder wie? Anpi, danke schön für 52 Monate. Guten Morgen. Hallo. Hallo, hallo. Wir haben über Mäuse und Shrimpen geredet. Ja, ja, ja. Und ich sag Wiggin. Was hattest du zum Frühstück? Ich esse gerade noch tatsächlich. Und ich habe Frühstück einen Donut mit Kaffee. Mit Kaffee, deswegen haben wir da die Diskussion gestartet, ob Kuchen, na, ob das ein richtiges Frühstück ist oder nicht. Donut Time. Ja, ich habe mir wieder einen Donut geholt. Nam nam nam. Nam nam nam. Kein Mettbrötchen. Ich esse später noch ein Mettbrötchen, to be honest, weil wir haben noch ein bisschen Mett. Aber irgendwann, Leute, ist das Mett ja auch mal alle. Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur Mett essen. Irgendwann ist ja auch disgusting. Irgendwann muss man auch mal was anderes essen als Matt. Also, ist ja ekelhaft. Ich würde ja was frühstücken, aber ich habe eine Katze im Schoß. Ah. Ach, Katze im Schoß ist das Schönste und Schrecklichste gleichzeitig. Denkst dir mal so, oh, ist das süß. Und dann auf der anderen Seite denkst du so, man, Alter, ich will mich bewegen. Bitte lass mich doch gehen. Was machst du aus Matt drauf? Zwiebeln. Was machst du denn drauf? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Lini! Boah, so ein Kilo Mett geht beim Frühstücken schon weg. Bah, ich kotze gleich. Bah. Deine Meinung zu Haustieren. Alles scheiße.
Hasse Haustiere. Sollte man verbrennen, kreuzigen. Verbrennen. Wird es dich denn beruhigen, wenn ich dir sage, dass ich von der Idee vom Chatfurz-Kissen von deinem Yinja-Memera im Discord habe? Der ist manchmal echt wild, Yinja. Ich weiß, der Meme-Channel auf dem Discord ist wirklich manchmal wild. Manchmal gucke ich da rein und denke so, Junge, Leute, was habt ihr denn jetzt hier wieder verbrochen? Zur Not Katze essen. Ja, genau, das auch. Tiere sollte man essen. Haustiere. Und sobald man mit dem Leben abgeschlossen hat, dann plötzlich steht die Katze von alleine auf. Ja, wenn du so denkst, boah, jetzt ist okay. Jetzt ist gemütlich. Dann die Katze so, ja, ist genug jetzt. Ich kann jetzt gehen. Ist gut jetzt. Awesome Panda, dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Veganer in Shambles. Ach, das ist dein einziges Problem? Ginger der Wiggle. Scheiße. Oh. Wick, 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 wick. Okay, genug gewickelt. Genug gewickelt. Kennengelernt über YouTube Shorts, danke für deinen Content. Danke schön! Nein, danke dir! Ich muss in der Firma was vorbereiten. Muss das Bitum in meiner Arbeitsmaschine hochheizen, damit das morgen seine 180 Grad hat. War ein Fehler, Kolonnenführer zu werden. Oh, what? Das klingt ehrlich gesagt voll cool. Ist es nicht cool? Alles gut bei Ihnen? Ja, bei mir war alles gut. Ich habe nur ein bisschen gewiggelt. The usual. Wie lange überlebst du Minecraft Hardcore? Gar nicht. Gar nicht. Ich gehe mich lieber schneller hängen und mach wieder normale Spiele an. Ich weiß leider nicht, wie viel ich brauche. Vielleicht zu 50? Mehr Treppen brauche ich doch bestimmt nicht, oder? Komm schon. Oh Gott. Schneller hängen. Hallo, das muss doch Spaß machen, like. Ja, mache ich. Fühle ich. Jeden Sonntag erstmal schön langsam qualvoller hängen. Das ist so meins. Da stehe ich drauf. Oh Mann, ey. Was war das größte Gebäude, das du je gebaut hast? Ich glaube, das war mein Lavaschlong. Mein Lavaschlong war das, glaube ich. Oh Leute, nächste Woche lade ich ein neues Short hoch. Ich habe da was geschnitten. Actually, falls ihr da wart, ist das Short, das ich im Januar angefangen habe zu schneiden. Es ist richtig lust. Wo kommen denn jetzt die ganzen Viecher her? What the fuck? Jetzt hätte da gerade jemand auf mich losgesetzt. Au. Ist das dieses Abhängen, von dem die coolen Kids immer reden? Ich weiß ja nicht. Der Strick sah auch relativ stabil aus. Tolga. Tu, was du nicht lassen kannst. Naja, cool ist was anderes. Man hat die Verantwortung für jeden Scheiß, den die Kolonne macht, und bekommt dann die Prügel von oben und unten. Oh. Ach man. Damit, I'm sorry. Ich bin einfach immer nur so schnell von allem Möglichen begeistert. Ich dachte gerade, wow, this sounds interesting. This sounds cool. Das ist irgendwie super oft so, wenn mir Leute irgendwie von ihrem Leben erzählen. Ich bin so, wow, ja, yeah,
das klingt doch voll cool. Und dann, nein, ich hasse alles da dran. Du musst bedenken. Dann bin ich, oh, aua, es tut mir leid. Ich wollte den Stress damit nicht kleinreden, sag ich mal. Indem ich gemeint habe, hey, das klingt doch cool. Ich hoffe, kam nicht so rüber. Ach, Tolga. Der Name hört sich oft cooler an, als es eigentlich ist. Oh, es geht mir nicht um den Namen. Mit den Namen kann ich meistens nicht viel anfangen. Aber wenn Leute mir anfangen zu beschreiben, was das ist, dann finde ich, klingt das immer cool. Also nicht immer, ne? Kommt halt drauf an, aber oft. Oft klingt es cool. So, ist das jetzt hier fertig? Oh, 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 oh. Ist das richtig? Ist das richtig? Von der Seite sieht's richtig gut aus. Sieht richtig aus. Ja, sieht gut aus. Ich baue ein Haus, yes. Ich hab vergessen, euch das Bild einzublenden, wie das am Ende aussehen soll. Und eventuell müssen wir vielleicht ein bisschen von der Decke wegnehmen. Tja, naja. Tja. Sieht aus wie eine Kirche. Es wird noch viel besser. Wird noch viel, viel besser. War es die Decke ist zu niedrig? Nein. Ich habe mich nicht verkalkuliert. Niemals. Warum ist die Decke hier so hoch und hier so niedrig? Scheiße. Hi, ich bin zu spät. Nein, du bist nicht zu spät. Ja, genau. Ich kann nichts dafür, dass die Decke abgesagt ist. Die ist ja von ganz alleine abgesagt. Verstehe jetzt auch nicht. Ist halt doof gelaufen, ne? Oh. Sieht aus wie das verlassene Haus von nebenan. Geil. Das ist genau der richtige Vibe für die Höllentaverne. Mein Handy hat Helligkeit auf volle Pullen. Das Video ist trotzdem zu dunkel. Oh. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo ist denn das? Ich habe Helligkeit schon auf hell. Gibt es nicht noch mehr? Kann ich es nicht noch heller machen? Ich glaube nicht. I'm so sorry. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Na gut. Ich finde es halt eigentlich auch super schön so, aber ich kann verstehen, wenn ich hier so auf diesen schwarzen Blöcken stehe, dass es sehr dunkel wirkt dann für Twitch. Vielleicht in den Shader-Einstellungen. Kann auch mal gucken. Grafik-Shader-Einstellungen. Wo ist denn die Shader-Einstellung? Shader. Nee, sieht gut aus so. Könnte mein Schild gegen eine Fackel tauschen. I could do that. Wo ist denn jetzt hier ein Viech? Was soll denn das? So, ist so besser? Setz mal ein paar Fackeln. Ich habe gerade keine Fackeln. Am PC schaut's gut aus. Ja, die Sache ist, ich weiß ja immer durch den Twitch-Stream und so, da wird immer alles noch mal ein kleines bisschen dunkler. Deswegen für die Aufnahme. Es ist immer ganz gut, das Bild doch ein bisschen heller zu halten. Was hast du heute vor? Ich nehme jetzt die Decke hier weg.
Wenn die Decke zu niedrig ist, dann nehme ich sie halt wieder weg. Wir nehmen die Decke. Scheiße. Und schieben sie woanders hin. Der Zombie könnte in der Taverne gespawnt sein, jetzt wo das Dach zu ist. Mm. Aber ich habe Fackeln in der Taverne. Meinst du, der ist trotzdem da drin gespawnt? Selbst wenn, ich mache ja später eh auf da. Ist in Ordnung. Scheiß dir bitte nicht aufs Dach. What the fuck? Wie random. Mm-hmm. Ich kann mir halt vorstellen, dass hier drüber, also hier drüber irgendwie Monster sind. Wird das ein Untergrundhaus? Ja. Oh Gott. Das klingt, als wäre hier über mir Lava. Oh Gott. Nebu, hallo Nebu, guten Morgen. Na? Oh. Upsi. Ja Mensch, da ist ein bisschen was runtergefallen. Upsa. Aber es war nicht so schlimm. Hätte schlimmer kommen können. Da kommt mir die Decke ein bisschen entgegen. Ich dachte auch gerade so, upsa. Hui. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Da ja, liegt jetzt halt ein bisschen Kies. Aber das passt schon. Ah, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Könnte schlimmer sein. Hätte schlimmer kommen können. Oh Leute, ne, ganz ehrlich, jetzt muss ich die ganze Decke hier abtragen. Nur weil die zu niedrig, ne, die kam plötzlich entgegen, so. Auf, hör mal, Ginger ab und dann kommt halt ein bisschen Decke runter. Ja, ist halt so. Verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Passiert halt mal. Ja, die Decke kam halt einfach. Da kann ich nichts für. Nicht ich hab mich verschätzt, wie hoch das wird, was ich hier baue. Nein. Die Decke ist einfach plötzlich zu niedrig gewesen. Benutzt doch TNT für die Decke, was soll schon passieren? Ja. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wisst ihr, ich denke mal, ich wäre chaotisch. Und hab wilde Ideen. Aber ihr wollt selbst immer, ihr wollt mir selbst immer so einen Floh ins Ohr setzen. Oh, Animal Crossing Musik. Oh. Immer diese Höhendecken, die sich einen in den Weg stellen. Ist wirklich so. Plötzlich kommt die Decke einfach. So, ne, man kennt ja auch das Sprichwort, einem fällt die Decke auf den Kopf. Was passiert halt manchmal? Dann fällt die einem halt wortwörtlich auf den Kopf. War auch einer meiner größten Ängste. Immer wenn ich in der Badewanne sitze, denke ich so, boah, jetzt stellt euch mal vor, wie scheiße wäre das, wenn ich jetzt mitsamt der Badewanne einfach durch den Boden fall. Man, das wäre richtig gruselig. Habt ihr auch öfter den Gedanken? Kennt man diese Gedanken? Ja. Schon peinlich. Ja, das wäre es nicht so. Stellt euch mal vor. Ne, ich wohne im Erdgeschoss. Ah, okay. Deswegen steht meine Badewanne im Keller. Was? Macht das Spaß, da zu baden? Irgendwie klingt das nicht so schön, im Keller zu baden. Wie viele Monitore hast du? Das ist eine sehr random Frage. Ich habe 3 Stück. Ich überlege aber tatsächlich, mir noch einen 4. zu holen. Denn
Das ist eigentlich absolut nicht nötig, aber der Luxus holt mich ein. Nein, ich denke manchmal überlege ich tatsächlich mir wirklich so einen ganzen Bildschirm nur für Chat, wo nur Chat drauf ist. Also da packe ich wirklich nur euch drauf. Also richtig unnötig eigentlich. Aber manchmal packt mich schon ein bisschen die Lust, extra noch einen vierten Bildschirm, wo nur der Chat drauf ist, zu holen. Wenn der Wohlstand halt hittet, ne? Oh, ein Bildschirm nur für uns. Oh. Das ist eher, damit ich die ganze Scheiße, die ihr schreibt, besser lesen kann. Bildet euch nichts drauf ein jetzt. Hat sie gesagt, wir sind unnötig? Ja, das sowieso. Nee, Domme, geh weg. Nein, so meine ich das nicht. Nein, so meine ich das nicht. Nee, 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 nee. Jetzt bildet euch nichts drauf ein hier. Ah. Wir sind ja auch der Chat. Es ist unsere Aufgabe, die Welt brennen sehen zu wollen. Aber als Streamer musst du uns in Zaum zu halten und sachlich sein. Ich glaube, da ist schon der Fehler. Domit, ich glaube, da ist schon der Fehler. Der Streamer muss vernünftig sein und was? Und was? Leute im Zaum halten? Nee. Ah, da habe ich erst gesagt, das ist Animal Crossing Musik. Das hier ist Pikmin. Sorry. Ich habe bestimmt irgendwie Leute damit jetzt getriggert. Das hier ist doch gerade safe Pikmin, oder? Was gerade lief. Vielleicht war davor auch gerade Animal Crossing, ich weiß nicht. I'm not so sure. Aber das hier ist jetzt safe kein Animal Crossing mehr. Oh, Pikmin ist auch ein geiles Game, ey. Pikmin. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Dam, da, dam, da, dam, 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 da, dam. Wie viele Mäuse hast du? Wie random! Eine! Jetzt habe ich eine! Ist das so ein Ding? Braucht man für so einen PC auch manchmal mehrere Mäuse oder so? Dual-wielden? Quasi so Maus-Dual-Wielding? Ich traure immer noch, dass es keinen Pikmin 4-Stream gab. Oh, ach Nebu. Oh. Oh. Also die Sache ist, Bock hätte ich schon gehabt. Aber Pikmin wäre dann eigentlich schon übelst so das Frühstücksgame, glaube ich. Wenn überhaupt. Aber leider muss man sich dafür auch ein bisschen konzentrieren, so manchmal. Für Dual-Streaming-Setups sind zwei Mäuse normal. Ja, aber das habe ich ja gar nicht. Wie läuft es mit dem Cover? Mit welchem Cover? Nee, absolut nicht. Oh, shit. Hier fällt der ganze Gieß runter. Upsi. Frühstückstream Pikmin. 50 Pikmins verloren. Sehr entspannt. Ja, ich dachte auch gerade so. Eigentlich muss man sich schon ein bisschen konzentrieren bei Pikmin. Nachher stirbt er mir einfach alles weg. Bam, 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 bam. Oh. Da wird mir warm ums Herz, wenn ich das höre. Aua. Also das Loch hier ist echt pottenhässlich. Junge. Also das hier alles anzugleichen war jetzt ja kein Problem. Aber Junge, ich muss glaube ich, bevor die ganzen Blöcke despawnen, hier mal ganz kurz alles einsammeln. Oh. Gibt es eure Servermap zum Download? Eigentlich nicht. Aber eigentlich wäre es ja schon cool, ab und zu so unseren Server quasi, ne, dass ihr den runterladen könnt und quasi da drauf bauen könnt, falls ihr Bock habt. Für euch privat halt. Steht ja eigentlich nichts im Weg.
Aber weiß jetzt nicht, wie viel Interesse daran besteht. Und der Server wird ja immer wieder, da wird ja immer wieder Neues drauf gebaut. Der ist ja noch nicht fertig in dem Sinne. Aber irgendwie schon eine lustige Idee, ja, ne? Und dann ab und zu kann man halt ein paar Updates rausbringen. Könnte ich mir gerne mal ansehen. Einfach mal ein bisschen über die Map laufen vielleicht so oder sowas. Danke, Simpas Papa. Oder selber Sachen entdecken. Dass ihr so sagen könnt im Stream, hey, ich habe da eine Höhle gefunden. Oh, die Map kenne ich in- und auswendig, Ginger. Hä? Ach, stimmt eigentlich, ne? Dann laufe ich verlauf mich irgendwo und ihr alle kennt das aber schon, weil ihr selbst gespielt habt und da schon 1000 Mal wart. Deswegen stellen die meisten ihre Maps frei, wenn sie fertig sind. Boah, ja, das sowieso. Aber ich glaube, ein bisschen wird hier noch gebaut. Fertig mit auf dem Server hier sind wir ja noch nicht. Wir werden hier wahrscheinlich immer wieder noch ein bisschen was ergänzen. Hm. Das sieht interessant aus. Da oben ist auf jeden Fall noch eine weitere Ebene. Muss vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel abschab von der Decke. Hm, vor allem muss ich auf der anderen Seite hier noch was, definitiv was wegmachen. Da kommen sicher noch mal ein paar Gegner runter. Ich glaube ehrlich gesagt auch. Ah. Schönes Deckenloch. Ja, ich musste gleich hoch und das zumachen. Ist hier vielleicht wirklich was drin? Ha! Guck mal, Leute. Hier ist nichts drin gespawnt. Entgegen aller Erwartungen. Haha. Oh Gott, das macht mich fertig. Das ist nicht mittig. Bro. Ach. Was soll denn das jetzt? Mann. So eine riesige, dunkle, nasse Höhle passt zu dir. Ist das ein Kompliment? Ich bin mir nicht sicher. Oh, wann machst du wieder Minecraft mit der ganzen Leitmotivgruppe? Es hängt davon ab, wann die ganze Leitmotivgruppe Bock hat. Das haben halt nicht alle mal so Bock auf Minecraft. Ne? Wenn sie fort sind, wenn Jinja irgendwann fertig ist, kann ich mit meinen zittrigen Rentnerhänden kein Minecraft mehr zocken. Damit was? Wie fies? Was soll denn das jetzt? Wisst ihr was, Leute? Mein Brain ist gelangweilt vom Decken wegmachen. Wir gehen mal ganz kurz gucken, was Mona alles Neues gebaut hat. Das brauche ich gerade kurz. Und dann machen wir weiter. Mein Brain hat nicht genug Stimulation. Ich brauche mir was Neues. Muss was Neues sehen. Schreckmoment ist da, es tut mir leid. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Ich hoffe, alle sind jetzt wach. Na, seid ihr jetzt wach? Mm. So, bam, bam, bam. Ah, schön. Oh, da liegt einfach wieder Laub oben irgendwo rum. Ach, das macht mich fertig. Und das ist meine Schuld. 100% ist das meine Schuld. Ugh. Oh mein Gott, ich dachte gerade, was ist das? Aber da ist ja einfach mein Klo. Hallo, Klo! Oh. Warte, meinte Asche nicht irgendwie, sie möchte irgendwie ein Haus aus Scheiße oder so hier neben bauen? Neben mein Klo? Oder hinter mein Klo? Hat Asche gesagt, wo? Wisst ihr, hat Asche gesagt, wo sie ihr Haus aus Scheiße bauen will? Ich habe ja gesagt, sie darf gerne. Sie kann gerne hier irgendwo ihr Scheißehaus hinter mich bauen. Aber wisst ihr wo? Kann auch gerne den Wald hier abfällen, to be honest.
passenderweise ins Klo. Nee, da ist aber Lava drin. Das ist ja mein Höllenklo. Wenn Holzblock noch da sind, verschwinden die Blätter nicht. Ich weiß, aber danke für die Info. Das, da ist ein Riesenklo. Ja, hier. Vor dem Klo muss noch ein Kloteppich. Ist leider ein bisschen wenig Platz hier. Wegen Kloteppich. Wo ich stehe. Also genau hier drauf. Hier ist ein guter Platz. Wenn Asche hier ihr... Was ist denn das? Ach nein. Wenn Asche hier ihr Haus bauen möchte, hier irgendwo. Bin ich gespannt. So ein schönes Klo. Ah, danke schön. Was hast du für eine Grafikkarte? Ich habe keine Übersicht mehr über mein eigenes Set, aber ich glaube, es ist eine 3080. What the fuck? Was ist das für ein Geräusch? Das war ja gerade richtig Horror. Oder habe ich mir das eingebildet? What the fuck? Das war gruselig. Genau, 3080. Stimmt, du ertrinkst. Du ertrinkst, Fully. Hallo, Fully. Ich geb dir gleich ertrinken. Warte, was? Aber jetzt, was ich mich... Wo sind denn die ganzen Eimer hin? Bitte sag nicht, ich habe die geklaut. Oh. Ich wollte mir dreimal Lava mitnehmen. Verdammte. Ich muss mal gucken, ob ich doch irgendwo... ob ich die Eimer geklaut habe. Aber ich will mir bald eine neue Grafikkarte holen. Ich will generell mal bald ein paar neue Festplatten bei mir einbauen. Mal den PC neu aufsetzen, weil ich seither immer noch Treiberprobleme habe. Ach, ganz ehrlich, geh weg, bitte. Habe immer noch Treiberprobleme, sodass meine Lautsprecher nicht funktionieren. Das heißt, ich habe leider... Wow. Die Spinne da. Ach. Habe ich denn Lava hier? Ich habe ja auch geupgradet, bin jetzt mit 4080 super zufrieden. Ja, ich habe auch überlegt, die 4080 zu holen. Oh Gott. Oh. Mehr Fassplatten schaden die bei Content Creator. Ja, es... Meine sind langsam ein bisschen voll. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr. Ah. Ich sehe gerade, du hast ein GoXLR. Sind die irgendwie nicht seit einem halben Jahr EOL? Ich weiß nicht, was EOL ist, aber die kriegen keine Updates mehr, ja. Und ich, ja, ich habe tatsächlich auch schon ein neues Interface, falls das GoXLR den Geist aufgibt. Also wir hatten auch schon ein paar Probleme damit. Aber solange das Ding funktioniert, benutze ich das noch. Solange ich die Convenience habe, bleibt das erstmal so, wie es ist. Ja, hier sind wirklich die Eimer. Ich habe die wirklich gebunkert. Richtig assi. Oh. Solange der noch funktioniert, benutze ich den noch. Ja, ist doch so. Wenn mein Interface noch geht. Es bekommt halt keine Updates mehr und es spackt manchmal, das GoXLR. Also ich würde euch auch nicht empfehlen, das GoXLR jetzt noch zu kaufen, weil es kriegt keine Updates mehr. Das Ding stirbt aus. Das Ding stirbt aus. Es war ziemlich geil, solange es währte. Und jetzt habe ich zur Not noch ein anderes Interface, aber es wird halt ewig dauern, das alles einzurichten. Deswegen. Ein Interface von Rode. Ich glaube, das habe ich jetzt. Was war das schwarze Ding im Haus? Meinst du mein Schaf? Das ist mein Schaf. Aber ist die scheiß Spinne jetzt weg? Mann, jetzt chillt die hier. Ich gehe sie erlegen. Das nervt mich.
Wo bist du, Wichser? Wo bist du? Ist die jetzt da bei mir hochgeklettert oder sowas? Der Creeper ist auch weg. Wo ist denn die Spinne? Was? Da! Oh! Der war da einfach am Chillen. Scheiße! Mehr Pfeile habe ich nicht. Jetzt komm doch da runter! Ihr habt nichts gehört. Ihr habt nichts gehört. Nichts, gar nichts. Nein, Wix. Oh, Dommit. Dommit, ne? Das ist wieder so klar. Nein! Ihr habt nichts gehört. Oh. Ja, ist okay. Hab ich verdient. Hab ich verdient. Vergiss nicht, ihn zu füttern. Nee, der ist jetzt tot. He dead now. Nein! Danke fürs Papa, danke schön. Dankeschön. Klingt so, wenn ich dem Yorki meine Eltern auf den Fuß trete. Ach, hört doch auf! Man, wo habe ich denn jetzt meinen Lava-Eimer hingelegt? Warum habe ich so viel Scheiße im Inventar? Ach, Fragen über Fragen. Ah, ein wunderbares Gingerbell. Der Sonntag ist gerettet. Warum seid ihr so? Kannst du mal da weggehen, Junge? Mit deinem Fettarsch. Jeder an Yinya Stream schaut, glaubt danach an Wiedergeburt. Denn Yinya war im vorherigen Leben ein Hund Yinya Lul. Oh, zum Glück habe ich die Blöcke nicht geworfen. Die wären sonst jetzt, Ach, stimmt, ich bin doof. Die wären sonst kaputt gegangen. Habe ich den Eimer eingesammelt? Ja. Okay. So, mit den drei Eimern getauscht. Ja, ich habe vergessen, dass die einzelne Plätze belegen. Also die kann man ja leider nicht stacken, die Lava-Eimer. Das habe ich gerade verpeilt. Oh Gott. Mund zu, wenn du das was isst. Nö, das ist mein Stream. Und wieder ein erfolgreicher Nicht-Kursisream. Hä? Wieso denn? Chat, jetzt mal ganz ehrlich, der Stream ist doch cozy, oder? Könnt ihr nicht sagen, der Stream ist doch wirklich entspannt und cozy. Ist doch ein schöner Stream. Leute, irgendwann langsam oder sicher, aber sicher kriegen wir das hier voll. Irgendwann. Standard-Cosiness. Ja, ist sehr cozy. 9 von 10 cozy. Hä? Also es ist doch ein sehr cozy Stream heute. Für deine Verhältnisse ja. Mit allen verglichen, nein, Yin Yada. Wie mit allen verglichen? Mit wem vergleichst du mich? Hä? Was? Wie mit allen verglichen? Also es ist trotzdem der normale Wahnsinn. Wenn ich was anderes sage, erschießt mich Ginger. Also ja, haha, sehr cozy. Fully, geht's dir eigentlich gut? Wie geht es dir eigentlich? Schön, dass du reinschaust. Ist hier wieder Lava? Nein. Okay, dann lasse ich mal meine Eimer hier. Nein, nicht die Fackel. Oh. Ob ich jetzt die Fackel so... Ach ja, wie immer eigentlich... Wie immer eigentlich. Ich hoffe, bei dir auch. Ah, oh, yes, bei mir ist alles gut. Jetzt nach dem Japan-Urlaub und so bin ich schön entspannt gewesen.
War halt richtig insane, ehrlich gesagt. Ich habe in meiner gesamten Streamer-Karriere noch nie 3 Wochen nicht gestreamt am Stück. Junge. Das war ein Abfuck. Irgendwann hat sich das alles sehr, sehr komisch angefühlt, nicht mehr zu streamen. Aber im Prinzip war es auch gut, mal eine kleine Pause zu machen. Also ja. Oh, oh Gott. Oh. Puh. Was eine schöne Base, aber geht schon besser. Hä? Wie, was geht schon besser? Was soll denn das jetzt? Hey. Ich auch nicht, aber Urlaub hätte ich auch mal gern. Fully, immer wenn wir reden, denke ich mir, nimm dir mal bitte Urlaub. Bitte. Bitte nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich, um neue kreative Energie zu tanken. Hm. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, nachdem ich aus dem Urlaub wiederkam, hatte ich so viel Energie und so viele Ideen. Das war insane. Das hier ist doch wie Urlaub, oder nicht? Naja. Nein, aber ich mag ja trotzdem meinen Job, also es macht mir trotzdem einfach sehr viel Spaß. Aber ja. Jetzt haben wir trotzdem nicht geguckt, was Mona gebaut hat. Scheiße. Ich war abgelenkt. Ich wollte mein Klo befüllen. Ich wollte eigentlich... Oh, ich habe das Klo gesehen und dachte so, Klo befüllen. Nee, wir gucken mal kurz, was Mona gebaut hat. Das wollte ich ja eigentlich tun. Fully mit Urlaub finde ich gut. Dann kann er problemlos 6 Tassen Kaffee inhalieren. Ja! 6 Tassen Kaffee, die schwammen im Meer. Ba-ba-ba-dab. Da sagt der Fully, ich will noch mehr. Blablabla. Warte mal, warum? Wieso? Ach, egal. Oh, scheiße, da steht immer noch mein halb abgebautes... Oh Gott, dass Mona mich nicht kaputt gemacht hat, hier, wie heißt das nochmal, gelüncht hat, dass ich hier dieses komische, halb angefressene Klo noch stehen habe. Scheiße, das müssen wir kurz abbauen. Ja, mega peinlich. Die Arme, wisst ihr, die baut hier erstmal so übelst... Oh, scheiße. Die baut hier erstmal die mega, mega schönen Sachen hin. Und dann steht in der Landschaft so ein halb angenagtes Drecksklo. Und das meine ich jetzt nicht als Beleidigung. Es ist halt legit ein Drecksklo. Ein Klo aus Dreck. Fucking hell. Scheiße. Kaffee hätte ich auch gerne. Ich wollte eine neue Kaffeemaschine. Ich bekam einen Reiskocher. Hä, verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist. Koch doch einfach deinen Kaffee im Reiskocher. Hä, der Reiskocher kann doch alles. Warum nicht auch das? Oh. Klingt nach Skill-Issue. Oh Mann. So viel zum Thema gucken, was Mona gebaut hat. Ja, das hier, Leute, ist ja ein Notfall. Oh, da steht auch noch mein Penisschlong. Warum fehlt da ein Block? Oh Mann, Mona macht so schöne... Guckt mal, Leute. Mona baut so schöne Dinge hier hin. Hier laden gerade meine Chunks nicht mehr, aber... Baut so schöne, tolle hin. Ist alles so schön. Und dann so, hä, was ist denn das hier? Warum fehlt da ein Block? So, ja, das hat Ginger gebaut. Oh, was? Ach, Mann. Weiß nicht, ob man im Reiskocher Kaffee kochen sollte. Hä? Wieso? Der Schlong hat nicht mal Eier. Nee. Das ist alles cursed, was ich gebaut habe. Viel Spaß beim Drecksloch-Klo aus Dreck abbauen. Ich bin wieder raus. Jo, danke schön. Danke, Fully. Schön, dass du dabei warst, na? Ah, bye bye. Da fehlen noch 3 Blöcke. Soll ich euch da noch 3 Blöcke ranmachen, damit ihr glücklich seid? Das ist so... Oh, Mona baut so schöne Sachen dahin. Hier, guck mal, da ist sogar noch so ein Häuschen. Da geht's sogar noch weiter. Ein großes Häuschen. Hier auch noch. Das ist neu, glaube ich. Ich erinnere mich nicht an das Lager hier. Und dann... Was ist das? Und ich stelle mir so vor, wie Mona auch noch so nett ist und so denkt, okay, Ginger hat das dahin gebaut, ich mach das nicht weg. Wenn Ginger das dahin gebaut hat, dann bin ich mal so lieb und lass das da. Einfach, weil Mona so lieb ist.
Aber eigentlich so. Ey, Mona ist ja auch noch hier! Mona! Das ist etwas, was Lu nie sehen sollte. Das mit dem Schaf? Ach was! Jetzt ist Mona auch noch hier. Weißt du, ich rede hier gerade mich um Kopf und Kragen. Oh Mann, ey. Ich wollte mir dann im Bett ein Sous-Vide-Gerät holen. Mega Bock drauf, mal mehr zu kochen. Und ich glaube, mit Steaks anfangen ist da relativ nice. Oh! Ja, wenn du Bock hast, mach das. Wenn du Bock drauf hast, dann go for it. Danke schön fürs Papa. Die Sache ist, von welcher Seite betrachtet man das? So ist es halt relativ traurig. Mehr kriegt ihr nicht. Drei Blöcke. Drei Blöcke haben wir gesagt. Aber jetzt war... Warum ist mein Inventar so zugeklattert? Das ist ja ekelhaft. Wow, Ginger. Au! Warum? Das war die Markierung, um dran zu denken, dass da ein rosa Schaf ist. Ich weiß, das sieht so falsch aus. Ach so, ich weiß jetzt was. Mein Ding ist kaputt gegangen. Habe ich hier noch... Scheiße. Habe ich nicht. Tut mir leid, Mona, jetzt steht da immer noch mein Kack-Drecksklo. Naja, aber ich habe es zumindest ein bisschen mehr abgebaut. Hey! Ah! Oh Gott. Gerade sitzen, okay. Ah, so. Ja, ich finde es einfach schön. Mona macht diesen Server so schön und alles, was ich baue, ist irgendwie cursed. Also ich habe zumindest zwei Häuschen bei mir stehen und die sind irgendwie keiner hübsch, glaube ich. Aber dann, naja, ne? Das ist immer eine schöne Aussicht aufs Klo, aber das... Das Klo ist so... Ich wollte es doch nur abbauen wieder. Geh weg, du Kackskelett! Verpiss dich! Boah, wie der... Die Creeper, der kommt da gleich. Geh weg. Mona baut schöne Dinge auf dem Server. Und dann gibt es da Yinja und Asche. Die Klos, Schlongs und Kackhaufen da hinsetzen. Von Finn wollen wir gar nicht erst reden. Es wird eigentlich... Oh. Es wird eigentlich Zeit, dass wir irgendwie... Dass wir... Eigentlich wird es Zeit, dass Finn wieder ankommt und auch ein bisschen seine Legacy fortführt. Dass Finn wieder ein bisschen was baut. Eigentlich wird das Zeit dafür. Wiggle wäre noch offen? Okay, dann mache ich das. Ich muss nämlich, na, ihr wisst, was gleich wieder, was für eine Zeit wir gleich wieder erreicht haben. Ne? Aber wiggeln kann ich auf jeden Fall noch. Asche hat ja noch nicht mal was gebaut, hat schon zwei Streams gebraucht, um zurück ins Dorf zu kommen. Das war bei mir auch am Anfang so. Bitte, hey, bitte, please don't judge her. Am Anfang bin ich doch auch nur rumgeirrt und habe irgendwie geguckt und dann habe ich mir so ein Loch in die Erde gebaut oder sowas, glaube ich. Hat das nicht so angefangen bei mir? Schade, es ist wieder zu Ende. Ja, leider kommen wir ans Ende, aber ich wiggle nochmal. Wiggle, 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 wiggity do, ba da ba da, wiggle, wiggle, wiggity bo, ba da ba da. Wow! Halbzeit, nochmal zwei Stunden, Ginger. Stimmt's? Nee, leider nicht Halbzeit. Leider sind wir auch bei der 12-Stunden-Marke angekommen. 12 Stunden? 12-Uhr-Marke, what the fuck? 12-Uhr-Marke angekommen. Jetzt Mona raiden. Och, Mona, bist du live? Mona hat gerade im Chat geschrieben. Ich glaube, Mona ist noch nicht live, oder? Oder ist Mona... Warte. Mona hat jetzt gerade eben noch mal ganz kurz im Chat geschrieben und dann... Was? Ist ja nicht wahr. Scheiße, dann doch. Da müssen wir Mona raiden.
Komm, dann schicke ich euch zu ihr. Dann kriegt ihr da mehr Minecraft. Ist doch auch nicht schön, auch nicht schlecht so. Auch nicht schön? Ach, ich kann nicht mehr reden. Ist egal, hier. So, rein da. Oh, wir haben doch erst 11. Was meinst du? Nee, 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 Leute, es tut mir leid. So, so nicht. Oh mein Gott. Leute, vielen, vielen, vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Frühstücksstream. Ich hatte eine sehr tolle Frühstückszeit. Ich habe sehr viel Kacke gelabert. Wir haben das Dach zumindest auf der einen Seite fertig gekriegt und waren fast schon produktiv. Ja, fast schon. Streamst du nächste Woche wieder? Ja, ich stream nächste Woche wieder. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Keine Sorge. Leute, nächste Woche kommt, also ehrlich gesagt, morgen kommt Frostpunk 2. Ich habe beschlossen, dass ich wahrscheinlich Frostpunk 2 erstmal ein bisschen privat spiele. Also, weil es kommt ja morgen raus, die Beta, wenn ich mich nicht irre. Und ich werde die erstmal ein bisschen zocken. Und der erste Stream ist dann am Donnerstag mit Frostpunk 2. Kann ich euch direkt jetzt schon versichern, wir werden safe Frostpunk 2 spielen am Donnerstag. Oh mein Gott. Freitag spielen wir Supermarket Simulator, das weiß ich jetzt schon. Also ja. Und vielleicht spielen wir Sonntag weiter Frostpunk 2. Mal gucken. Aber ja, da wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielen lieben Dank für alles. Seid lieb zu Mona. Und dann sehen wir uns. Wow. Bye bye. Schönen Sonntag.